habe Angst. Da draußen ist irgendwas los. Okay. Wo ist die Spinne? Wo ist das Skelett? Da. Kuh. Erde. Sind die hier unten irgendwo drin, ne? Habe ich meinen Schlafplatz ungünstig gewählt, ja? Glaube schon. Ach, heiliger Bammel. Aber jetzt doof. Ach, da hinten. Creeper, Skelett. Da reitet ein Skelett auf Spinne. Pass auf, wir probieren das nochmal. Ich will pennen. Ich will doch nur schlafen. Okay. Aber die Viecher wollen nicht, dass ich penne. Was mache ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, dumm aus der Wäsche gucken, ne? Schade, dass ich jetzt hier nicht im Sumpf bin. Dann könnten wir wenigstens ein bisschen Schleim sammeln, aber... Aber so... Alter, die sind hier irgendwo. Ist höhlenmäßig irgendwas los. Ach, weißt du was? Wir packen mal das Bett ein. So. Suchen wir uns einen anderen Pennplatz. Was soll denn das? Was bei den Mieten heutzutage so einfach wäre. Na. Ah. Heiliger Bammel, echt. Ach, mit der Axt. Mhm. Die Nacht um. Nicht toll. Na also. Wer sagt es denn? Wo geht das nämlich auch? So, ich scheine sicher. Bett abbauen, her damit. Raus hier aus der guten Stube. Ah, was für ein herrlicher Tag. Ah. Und damit dann nochmal herzlich willkommen zu Minecraft am Samstag, ihr Lieben. Meine Herren. Kühe. Leder. Mhm. Ja, ich bin im Moment nicht so ganz zu Hause. Ich dachte mir, ich muss mal wieder ein bisschen auf Reise gehen. Mich ein klein wenig umschauen. So, sortiert. Nehmen wir mal eben die Karte. Wir brauchen keine Fackel bei der Tageszeit. Und ihr seht, ich habe die Karte links, habe ich sie benannt. Jetzt schon so ein bisschen bewandert. Ah ja. Okay. Guck. Guck, guck. Ja, du mich auch. Ein Spinnchen. Aber ich brauche deine Fäden. Ich kann im Moment nichts dagegen machen, danke. So, bin schon ein bisschen gewandert und ein bisschen Bötchen gefahren und... Ach, guck mal. So. Ja, und hab, wie gesagt, im Sumpf in der Nacht dann doch tatsächlich mal so einen Schleimbrocken entdeckt. Und hab ein bisschen Schleim gesammelt. Habe ich aber da erstmal in der Kiste in der Hütte untergebracht. Wollte ich nicht mitnehmen. Die blauen Orchideen, die habe ich gesammelt. Das heißt also, jetzt sind wir hier wieder im Sumpf. Ja, hätte das nicht eben in der Nacht sein können? Nein, Scherz. Wäre ich bestimmt draufgegangen. Okay, ein größeres Gebirge. Ich glaube, ich gehe außen rum.
Bin ich noch was gewöhnungsbedürftig? Oh, vielleicht sollte man immer seitwärts irgendwie hochgehen. Dass es besser klappt, könnte sein. Auch schon fast wieder am Ende der Karte. Naja, fast ist gut. Ja, zu Hause hat sich ein bisschen was getan. Ich war nicht untätig. Und habe auch richtig Lust, nachher noch weiterzumachen. Wollte aber, wie gesagt, mal eine kleine Reise begehen und ich weiß nicht, wie weit wir gehen. Ich bin ja so ein kleiner Schisser, ich trau mich ja nix. Oh, weiße Tulpen. Gelbe Tulpen. Cool. Weites Land. Also ich glaube, das gucke ich mir tatsächlich mal an, weil ich hier... Oh. Weil man hier wenigstens auch mal in die Weite gucken kann. Also ich meine, man sieht ja sonst den Wald vor Bäumen nicht. Oh, wie cool. So, aha. Eingezäunt von einem Gebirge hier. Ich meine, wir sind sowieso jetzt gleich oben am Rand der Karte. Na. Kürbisse. Ja, aber die haben wir schon im eigenen Heim. Hatte ich jetzt Schnee mitgebracht oder war ich gestorben und habe nichts mehr davon bekommen? So, was nehmen wir mal ein bisschen was mit. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Schmilzt und uns die ganze Tasche durchnässt. Muss ja nicht sein. Lava. So, ist doch eine königliche Position. Ach du heiliger Bimbam. Cool. Na, wie kein Bergdorf? Wow, das nenne ich mal einen Wasserfall. Ach so. Auch genannt der Fischfelsen. Ach, die stacken nur auf 16. Jo, dann lassen wir das aber. Kann ich den werfen? Okay. Man kann also auch eine Schneeballschlacht machen. Cool. Hallo Markus, grüß dich. So, muss ich aber wieder ein bisschen... Ja, muss ich höchstwahrscheinlich an diesem ganzen Gebirge vorbei. Ja gut, machen wir das. Lassen wir das Gebirge also anstehen. Kommen wir auch an dem geilen Wasserfall vorbei. Cool. Yeah. Würde echt gut passen hier. Noch so ein Dörfchen dabei.
Na, hüpf. Hüpf, Kleiner. Gut, sieht aber auch danach aus, als müssten wir uns schon wieder so ein Schlafloch buddeln. Cool. Ja, ideale Ecke, ne? Können wir direkt morgens hier eine Wäsche machen und dann weiter. Okay. So, Schlafplatz einrichten. Können wir auch direkt dahin tun. Genießen wir noch den Sonnenuntergang. Na, wenn wir ihn überhaupt sehen. Ich glaube eher nicht. Schade. Hier ist bestimmt ein Riesen-Creeper explodiert. Das sieht zumindest so aus. Ja, das Symbol oben rechts. Ich sollte wohl in kein Dorf gehen. Also ich würde die Dörfer eh meiden erstmal. Leider. Aber das ist auch richtig, ne? Habe ich sie denn nicht gern gesehen in den Dörfern? Ist noch nicht dunkel genug, gemein. Ja, es täuscht halt hier hinter dem Berg, ne? Sind wir jetzt hier schon im Schatten der Sonne, der untergehenden? Oh, nochmal Rosenbüsche. Milch trinken hilft, okay. Donge, Donge. Oh, voll beladen, Mann. Keine Lebensmittelvergiftung. Trotz rohem Kabeljau. Cool. Oh. Deutungsschwanger. Färbt sich der Himmel rot. Moin, Emsa. Die müsste sich eigentlich aktualisieren, die Karte. Also auch wenn ich die einstecke. Können das Experiment demnächst mal machen mit der Karte, die dann zu Hause bleibt. Mann, Mann, Mann. Ich bräuchte echt ein paar Outposts mit Bahnverbindung. Ha. Okay, hier bleibe ich erstmal ein bisschen. Ja, machen wir das so. Eine sehr kleine Grundfläche. Nee, nee, das geht nicht.
Geil. Das freut mich jetzt wirklich. Da lohnt es sich hier tatsächlich, so ein kleines Gartenhäuschen aufzusetzen und mal ein bisschen hier zu bleiben. Ja, lass ich dich bei mir, Birke. Ja, du gehörst zu mir, ne? Ihr merkt schon, ich bin heute sehr gemütlich drauf. Nach dem 7 Days to Die-Stress von gestern. Brauche ich heute mal so ein bisschen Klötzchen. Staune Bauklötze. Ha. Na. Böses Ding, du. Ja. Da müssen wir höchstwahrscheinlich das Laub da hinten wegmachen, ne? Wie? Was? Aha. Dachte schon. Wären hier wichtige Dinge ausgegangen. Jetzt sind sie aus, oder? Ja. Milch trinken. Das heißt, ich sollte mir gleich auf jeden Fall, wenn ich Kühe sehe, mal einen Eimer schnappen, damit ich wieder in Dörfer gehen kann. Ich habe kein Problem damit, unbeliebt zu sein, aber in den Dörfern findet man immer so coole Sachen. Sechs Türen. Super. Sechs Türen braucht man. Sechs Türen braucht der Mann. Gut, wollen wir mal eben ein bisschen was und so, ne? Wollen wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, haben wir nicht, können wir nicht. Tun wir nicht. So. Bam, bam. Ram, bam, thank you, ma'am. Dann haben wir noch 21 von den Fäckelchen überli, schöneli, tüdeli. So. Haben wir denn schon, ne, haben wir nicht. Werden wir aber gleich bekommen, denke ich mal. Schild nehmen wir mit. Ja, da brauchen wir nicht zwingend. Brumm, haben wir. Ein bisschen Holz haben wir gleich noch mitnehmen, denke ich mal, vielleicht. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Gut. Schön.
Dann, warte mal. Werfen wir mal Vorkehrungen. Ach, blöd. Zup. Winnie, unsere Bahn wird kommen. Die Bahn kommt. So, lass mal schauen. Hier könnte man sich schön runterbuddeln mit wenig Aufwand. Würde eventuell die Birke ein wenig stören. Schauen wir mal. Ach, das macht doch direkt wieder Mut auf Neues, ne? Also irgendwie. Da drüben haben wir sogar Kohle. Mannigfaltige Ausstattung haben wir heute hier. Ah, schön. Blöd wäre nur, wenn man denn hier runterpoltert irgendwie. Mal wieder voll auf Action ist. Könnte ja vorkommen. Ah, ist schon geil. Fällt mir. So, irgendwie gefällt mir das hier aber noch nicht so ganz. Ich habe noch ein paar Bretterchen. Reicht natürlich nicht. Bam, bam, bam. Bam. Ja, dann lichten wir halt noch ein bisschen. Ach. So. Erster Tag an unserer neuen Mine durch. Was schreibt denn Emsa? Du. Ah ja. Dann vielen Dank für deinen Vorschlag für das Experiment. Direkt erstmal den Arsch versohlen. Tja, dann genieße den bedrückten Eindruck hier. So, ich habe aber keine Zeit, hier weiter Beklemmungen irgendwie zu bereiten. Ich muss noch Sachen erledigen. Wohlbrett habe ich bei, ne? Wie schnell hier Gras über die Sache wächst. Mann, Mann, Mann. Kohle. Sehr schön.
Ich mag dieses Bimmeln der Punkte irgendwie. 15, das ist nett. Wenn ich nicht sterbe, könnten wir wieder eine gute Verzauberung machen. Ich glaube, Wasserwalker 2 oder 3 oder so. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal nach Hause. Ich wäre davon ausgegangen, dass die Kohle hier nicht so in Massen sprudelt, aber geil. So, haben wir das auch und können dann hier... Das ist aber geil. Das scheint eine größere Mine zu sein. Mit Spinnengedöns und so. Ei. Scheibenkleister. Ich glaube, das kann ich noch gar nicht abbauen. Geht irgendwie kaputt. Also es könnte sein. Ja. Finder einer Mine geworden. Ich kann das noch gar nicht richtig verkraften. Ja, du machst einem den Abstieg hier leicht, lieber Keith. Keith Richards. So, das ist also alles Keith. Ziemlich unangenehm, möchte ich nicht. Beklemmt, wenn man hier so hoch geht, deswegen. Cool. Ja, nicht nur eine interessante Stelle, es ist eine richtig, richtig mega geile Stelle. Hey, am Rad? So cool ist das. Ja, direkt aus dem Ofen oder? Rein theoretisch, warum nicht?
Bevor hier nachher die Dingens anfängt zu kugeln. Ah ja, ich habe noch keine weitere Kohle geholt, ne? Nö. Macht aber auch nichts. Kann ja schon mal gelagert werden. So, das sieht gut aus. Können wir noch nicht. Geil, geil, geil. Mal schauen, ob wir hier irgendwo eventuell sogar Kühe in der Nähe haben. Da könnte ich mein Dings da wegbekommen, obwohl ich bin ja jetzt erstmal ein bisschen in der Höhle unterwegs. Dann kann das von ganz alleine weggehen. Oh, cool. Schafe, ja. Also, da war gerade eins hinterm Busch versteckt, habe ich doch gesehen. Ah! Okay. Spitzhacken haben wir genug. Einfach schöne Gegend hier. Grüß dich, King Shabby. Einen schönen Samstag wünsche ich. So, können wir sogar tatsächlich jetzt ein bisschen was einschmelzen, ne? Zwei Dinger würden sogar für einen Eimer reichen. Kuh ist natürlich jetzt geflüchtet. Logisch. Würde ich auch, wenn ich mich da jetzt gesehen hätte. Nö, da ist sie ja noch. Hallo, Kuh. Geil. Bekommen wir noch einen gemütlichen Schlaftrunk, wa? Ups. Ba, 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 ba. Ja, Helixa, ja. Viel Spaß beim Lurken. Mach's dir gemütlich. Einen gemütlichen Samstag wünsche ich dir. Ups. Ah. Upp. Ja. Ah, bin wieder nett. Gut, haben wir noch vorm Schlafen einen leckeren Umtrunk gehabt. Ach, das finde ich cool. Oh, na, mir noch nicht. Jetzt aber.